Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Es ist Mittwoch, der 23. August. Auch heute möchten wir zusammen mit Ihnen natürlich die Märkte screenen, Trading-Ideen finden und Ihre Fragen beantworten. Obligatorisch, wie immer, unser Risikohinweis. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Admiral Markets mit Hebelprodukten handeln. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Alle Informationen und auch die Trades unseres Moderators bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, sondern wirklich als Informations- und Bildungsangebot. Handelsentscheidungen treffen Sie selbst und in Eigenverantwortung. Ja, und es ist Mittwoch, vielleicht waren Sie schon beim Guten Morgen DAX dabei, jetzt natürlich auch wieder mit unserem Heiko. Lieber Heiko, du bekommst jetzt das Bild und den Monitor von mir und dann können wir direkt loslegen. Ja, wunderschönen guten Morgen nochmal an der Stelle, für die heute nicht dabei waren. Also es gab einiges, sehr volatiler Anfang heute im DAX. Und man muss sagen, heute geht das Ganze sehr, sehr schnell. Ich habe euch heute mal hier nochmal den Future mitgebracht, damit man einfach auch mal die Geschwindigkeit sieht. Und auch hier muss man auch sagen, Kompliment an Admiral Markets, ne? Wenn man den Future rechts und links, also rechts daneben hat, neben den CFD und man sieht, wie genau da und wie schnell Admiral Markets da mittaxt, ist das natürlich schon ein ganz großer Vorteil, wenn man einen Broker hat, der da so exakt mitgeht. Lässt sich nicht von jedem Broker so sagen. Und der ein oder andere taxt auch manchmal voraus oder wie auch immer. Man sieht, das Orderbuch heute ist sehr, sehr dünn. Also es das heißt, wir sehen sehr viele Nullen. Also wenn ihr jetzt genau hinschaut, seht ihr sehr viele Nullen. Das heißt, es treffen immer relativ hohe Market Orders sozusagen hier auf dem Markt und führen dazu, dass der Markt sehr, sehr schnell von A nach B sich bewegt. Und das haben wir ja heute gesehen. Ich möchte mal anknüpfen an den Ausblick und was ich hier heute gehandelt habe. Das heißt, das war ja heute früh unsere Szenarien, unsere Diskussion, die ich da hatte, dass man hier vom gestrigen Tagesverlauf sozusagen sich einmal einen Fibonacci-Retracement anlegt. Und der heutige morgendliche Ausblick war, machen wir es einfach mal so, dass das hier weg ist, machen wir es nochmal rein. Das heißt, der morgendliche Ausblick sah wie folgt aus. Es ging darum, ob wir sozusagen eine Korrektur in diesen Preisbereiche sehen. 23% war eigentlich so eine interessante Marke, also die 12.219. Die wurden ganz gut erreicht und danach gab es sofort den Ausbruch und der Markt versuchte hier nach oben zu gehen. Wir sind auch durch das Tageshoch von gestern direkt durchgelaufen und wir hatten auch eine kleine Order in der Kasse drin. Aber man merkte dann hier oben denn schon, da geht nichts und dann komplett retour wieder, jetzt wieder hoch, jetzt so langsam bildet sich hier das als Widerstandsbereich raus. Und je tiefer wir jetzt wieder gehen, desto mehr müsste man jetzt überlegen, ob nicht vielleicht unser Szenario 2 eventuell zum Tragen kommt, was ich heute im Ausblick hatte, dass der Markt da vielleicht dann doch nach unten fällt. Aber soweit sind wir noch nicht. Solange sich der Markt da jetzt mal hier auch stabilisiert, irgendwo zwischen 12.234 bis 12.220 kann der Markt natürlich auch tendenziell hier so seitwärts gehen und auch nachher wieder nach oben gehen und gucken, ob er dort sich hin und her pendelt oder einschießt. Ja, und aufgrund dessen, dass heute, wie gesagt, in der Kasse hier und da der ein oder andere Wert sich ein bisschen stärker reagiert hat, also hier zum Beispiel hier oben ist die Daimler-Aktie relativ stark gefallen. Das bleibt natürlich als Schwergewicht. Die Daimler ist der fünftschwerste Wert, bleibt das natürlich auch im DAX nicht ohne Auswirkung und dann muss natürlich der DAX halt auch entsprechend mit. Ja. Gut, das soweit dazu. Jetzt sieht man hier, dass der Markt da sehr, sehr stark fällt. Wie gesagt, hier nochmal ein paar Trades, was ich gehandelt hatte. Ja, jetzt sieht man hier, dass da doch recht guter Druck jetzt drin ist. Wie gesagt, im großen Bild immer das mit sehen. Also ich habe hier unterstellt, dass wir am Morgen eine Kauforder hatten. Das heißt, wenn man das Bild jetzt hier nochmal abspult, ja, habe unterstellt, dass wir eine Kauforder hatten. Den obersten, ja, der ist ein bisschen zu hoch, dann geht der Markt zurück. Korrigiert jetzt hier 23%, das war ganz gut. Da konnte ich dann hier nochmal ein paar Trades aufbauen in dem Unterstützungsbereich und habe die Trades dann aber auch zum Großteil fast alle hier beendet. Warum?
Weil ich natürlich jetzt nicht davon ausgehen konnte, dass der Markt weitergeht, habe hier von den 5 CFDs 3 per Tag, per Trailing Stop hier noch drin gelassen. Also hier einen Trade habe ich mitgenommen per Teilverkauf. Den hier habe ich per Teilverkauf hier geschlossen am Hoch und am Hoch geschlossen und einen konnte ich ja weiterziehen und den habe ich dann hier hinten geschlossen. Das war eigentlich ganz gut. Ja, also das heißt, wir hatten halt gesehen, dass wir, also ich habe das so gemacht bei dem einen Trade, den hier, bei dem hier habe ich so gemacht, der Markt läuft hoch. Hier habe ich so relativ viel rausgestellt, habe dann den Stop-Loss hier plus minus null gesetzt und das Gute war, dass die Kerzen dann steigende Tiefs gezeigt hatten. Und ich ja ganz knapp nicht ausgestoppt wurde, sonst wäre hier eine Null rausgekommen. Dann in den laufenden Impuls, also in die Bewegung hinein, den Teilverkauf gemacht und konnte dann den Rest sozusagen hier so mitziehen. Und als dann der Markt hier nach oben von da fiel, war das für mich genug und habe dann hier den Trade mit plus 15 Punkte ganz grob den Teilverkauf geschlossen. Und hier zwischendrin habe ich gehandelt. Hier habe ich einen mit Verlust glattgestellt, hier wieder einen mit Gewinn, hier auch einen kleinen Gewinn. Das Problem in diesem Markt ist halt, dass die Kerzen relativ lang sind und wir nie wissen, wann das Ganze nach unten hin mal verlassen wird. Dann habe ich hier einen ersten Short Trade gemacht, als der Markt sozusagen, der Markt fällt hier runter, kommt hoch. Hier habe ich dann, bin ich davon ausgegangen, dass wir hier oben dann sozusagen nicht mehr durchkommen. Und habe den ersten Short gehandelt, wusste jetzt noch nicht genau, habe den erstmal hier rausgestellt, weil ich nun ja nicht wusste, ob der Markt sich dann doch hier oben wieder hält. Habe den dann rausgetan, minus 4, 5 Punkte oder so waren es, also minus 20 Euro mit 5 CFDs habe ich gehandelt. Als dann der Markt in der Folgeminute nun wieder nach unten fiel, habe ich einen Trade wieder genommen mit plus 28 Euro. Habe den aber natürlich auch hier unten glattgestellt, weil ich nun auch davon ausgehen musste, was ist, wenn der Markt hier stehen bleibt und wieder hochgeht und dann dieser Konsolidierungszone wieder nimmt. Ja, die Folgeminute hat dann den Durchbruch gebracht. Hier bin ich dann nochmal ziemlich spät reingesprungen, habe hier aber nur mit 90 Cent das Ding glattgestellt, was am Ende auch gut war. Es hat sich dann hier so ein kleiner Bereich ausgebildet, wo man gemerkt hat, die Shorts werden reduziert und dann hier merkte man schon die ersten Long-Aufbauten, spätestens hier ab dieser Kerze und dann lief der Markt doch relativ weit nach oben. Ich habe da hier Fragezeichen reingemacht, weil man dann überlegen musste, ist der Preisbereich der es wieder runtergeht. Am Ende hat man jetzt gesehen, die 56 ist der Preisbereich, wo der Markt hier gependelt hat und dann jetzt wieder nach unten durch. Ja, und jetzt sind wir gerade wieder runter in diesem Preisbereich hier gefallen und jetzt zieht der Markt hier wieder zurück. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr schnell heute der Markt. Und ja, wir sehen das halt, wie gesagt, hier im Future sieht man das hoch. Im Future sieht man das auch dann entsprechend. Sehr viele Nullen wird man hier sehen. Das heißt, wir sehen dann hier, das sind alles Market Orders, die so auf dem Markt auftreffen und die dann auch im DAX dann zu 2 bis 3 Punktesprünge führen. Und das ist auch einer der Gründe, warum man eigentlich auch da, wenn man jetzt der Meinung ist, manchmal vielleicht auch als Trader, dass man sagt, ach, ich habe jetzt Slippage gekriegt, hier einen Punkt oder so. Es geht gar nicht anders, weil der Markt einfach so schnell ist. Ich meine, positiv ist ja auch bei Admiral, dass man sowohl positive wie auch negative Slippage bekommt, aber ihr seht das. Der CFD kann nie schneller und nie besser sein als der Future, muss man ganz fairerweise auch sagen. Aber man sieht ja sehr gut, wenn der Markt sehr schnell springt in einer Sekunde, dann muss der Broker das ja erstmal nachmachen und dann ist auch klar, im Future hätte ich genauso die Slippage, wenn ich am Market klicke und ich klicke mehr an einer schlechten Stelle, habe ich auch entsprechendes Slippage oder wenn ich einen Stop-Buy oder Stop-Sell drin habe, kann es auch sein, dass ich auch Slippage kassiere im Future. Also, wie gesagt, das ist durchaus, ja, ist nun mal so. Worauf man jetzt hier aufpassen müsste, ist, ob das hier, dieser Unterstützungsbereich, ob der jetzt hier vielleicht neu Widerstandsbereich werden könnte. Das wäre jetzt hier zu überlegen. Muss man mal gucken, ob das der Markt hier annimmt oder nicht, dass hier so ein Wechsel stattfindet. Das heißt, wir sehen dann nochmal hier Bewegung auf der Unterseite. Ja, also das wird jetzt sicherlich hier in den kommenden Minuten nochmal interessant werden, ob der Markt das hier macht. Sollten wir hier wieder durchgehen, nach oben hin, dann durchaus Potenzial, dass wir dann auch wieder oberhalb der 12.232 Richtung 12.241 gehen. Also ich würde das jetzt, also den Preisbereich hier, würde ich dann auch sozusagen dann
mache es ein bisschen größer. So, würde ich dann auch hier oben hinziehen. Halt, nee, das wollen wir nicht. So. So, das ist auch ein Widerstandsbereich erstmal für mich. Ja, und jetzt muss man halt gucken, ob das Etage für Etage tiefer geht oder nochmal ein Wechsel reinkommt. Also ich würde jetzt hier keine Long Trades eingehen, sondern erst gucken, wie der Markt runterläuft. Sehen wir hier keine neuen Tiefs, dann eventuell die Möglichkeit, dass man da vielleicht nochmal da oben ranläuft. Dann kann man einen Long vielleicht bis dahin machen. Wenn es durchgeht, ist okay. Wenn es nicht durchgeht, so wie vorhin hier, dann muss man halt aufpassen, dass man hier oben nicht zu hoch denn Long ist. Ja. Also tendenziell ist jetzt erstmal ein bisschen Short, ein bisschen drin und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das denn da fällt. Gut. Alright, da wir ja heute früh nicht dazu gekommen sind, uns andere Märkte anzuschauen, habe ich gerade habe ich gerade einiges bekommen in Sachen andere Märkte. Und einer der Wunschmärkte war der Bund. Leider habe ich den Bund als solches nicht, weil ich den Bund selber nicht, also ich analysiere ihn nicht und ich trade ihn nicht. Und deswegen habe ich ihn auch nicht. Also von daher kann ich das jetzt nicht machen. Dann ist noch eine Frage zu meinem 100%-Projekt. Also das 100%-Projekt wollte ich auch mal ein Update nochmal schreiben bei Gottmo Trader. Ist so, dass ich nicht das erreichen konnte bis dato, wie ich das gerne haben wollte. Und deswegen habe ich das Projekt sozusagen von Realgeld mit -12% nicht eingestellt, sondern ich habe es auf Demo umgestellt, aus dem einfachen Grund, dass ich da einfach zu viel machen musste und ich einfach gemerkt habe, dass ich in meiner Entscheidung zu langsam war. Also wenn man hier bei solchen Märkten nicht konsequent entscheiden kann, weil man vielleicht zu lange überlegt, weil man vielleicht nebenbei noch redet und den Trade auch ansagen möchte, was man jetzt macht, weil sich man macht jetzt einen Trade und sagt, ich fokussiere jetzt darauf, dass ich hier jetzt doch plus minus null aussteige, dann überlegt man, überlegt man, überlegt man und auf einmal fällt der Markt kurz nach unten und sagt sich, okay, ich hätte plus minus null aussteigen sollen, hätte ich eigentlich auch gemacht, dann hat man 2 Sekunden zu lange überlegt, dann kriegt man ja 20 Punkte auf die Mütze, weil man vielleicht auch einfach zu viel zu tun hat und das habe ich unterschätzt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt gesagt habe, erstens waren die Märkte oder in den 2 Stunden sind die Märkte nicht immer so einfach gewesen zu handeln. Das heißt, erstens war ich tendenziell nicht so gut wie jetzt auch in meinen Zeiten davor. Liegt sicherlich zum Teil an den Märkten, aber nicht ausschließlich, liegt an meinen Entscheidungen sicherlich auch. Und zum anderen war es dann too much. Also es sind einfach zu viele Sachen. Man muss die Technik im Blick haben, man muss den Markt im Blick haben, seine eigene Position im Blick haben und nebenbei sollte man auch noch reden. Das ist einfach fürs Gehirne zu viel. Ja. Also, wie gesagt, das einfach nochmal als Erklärung. Es ist nicht so, dass ich jetzt nicht sage, dass es nicht möglich ist, aber es ist einfach so, es ist für mich im Webinar zu viel. Und das musste ich nach 3 Monaten akzeptieren. Ich habe jetzt das Ding nicht vor die Wand gefahren. -12% ist jetzt nicht Drama. Wir stehen jetzt knapp bei 9.500 Euro, irgend sowas, oder 9.300 Euro. Und der erste Verlust, es gab einen Verlusttag und das war der zweite Tag, der hat ja -10% gebracht und das war ja der Horror. Und so gesehen, alle, die jetzt daran teilnehmen, die sind jetzt leicht im Plus oder plus minus null. Also wie gesagt, ich habe da auch meine Schwierigkeiten, aber ich stehe auch dazu. Also von daher für mich jetzt kein Problem. Gut. Also, weil da jetzt immer mal Fragen kamen, wollte ich das einfach mal geklärt haben. Ja. Ansonsten nochmal WTI war nochmal gewünscht. WTI holen wir uns mal her. Da ist es. Also Gold, ach Gold, das heißt schon Gold. Öl muss man ganz klar sagen, aktuell sehr, sehr volatil das Ganze. Man kann es schlecht einschätzen. Also der Markt bringt mir hier aktuell keinen, also auf Tagesbasis zumindest keine Indizien, wo es jetzt nur hingehen kann. Also wenn man es jetzt mal positiv sieht, was positiv ist, wir haben noch leicht steigende Tagestiefs. Was negativ ist, das heißt, so eine Bewegung dann am Folgetag komplett abverkauft wird. Und hier wüsste ich jetzt nicht, wohin die Reise geht. Also ich könnte es jetzt nicht sagen,
Ich meine, müsste man heute Nachmittag nochmal schauen auf die Zahlen. Also die Abwärts, also allgemein werden immer Abwärtsbewegungen damit in Verbindung gebracht, dass sich Nigeria, Libyen nicht an die Förderkürzungen halten und damit auch wiederum mehr produzieren. Und sobald man Eindeckungen sieht oder sobald man ansteigende Kurse sieht, muss man sagen, interpretiert man das damit, dass man sozusagen die jetzt in den Griff bekommt. So, und je nachdem, was man, welches News man dann an den Kursverlauf anlegt, wird es halt hoch oder runter gehen. Also aktuell finde ich das Bild sehr, sehr schwer und kann es nicht wirklich sagen, wohin es geht. Man, also unter Wenn-Dann-Regeln wäre jetzt so, dass man sagen müsste, okay, wenn es ans letzte Hoch rangeht, dann müsste es durchgehen und an das Hoch von vor 2 Tagen gehen. Das wäre dann okay. Wichtig wäre für mich jetzt, je nachdem, wie man positioniert ist, für Long, ist es wichtig, dass die Tiefs halten. Für einen Short-Trader, der vielleicht jetzt hier abwärts gerichtet ist, wäre es halt natürlich ideal, dass du mal so ein Tief dann halt bricht und danach rangig auch Verkäufe reinkommen. Das muss man dann mal sehen, kommt immer drauf an, was halt auffällig war und warum man auch nicht sagen kann, dass es am Hoch weitergehen sollte. Da auffällig ist halt gewesen in letzter Zeit, dass wir hier, nachdem wir Hochs durchschritten haben, immer solche Abverkäufe gesehen haben, was dann auch zeigt, wie fies denn auch das Öl manchmal ist oder auch hier bei so einem Durchbruch. Ja, also das zeigt schon, dass das Öl da auch ein ziemlich fieser Markt ist. Nun beim am Freitag, wo ich dann Ähnliches unterstellt habe, da gab es ja dann diesen Durchbruch auf der Oberseite denn doch, aber der kam auch, war auch erst relativ spät abends, glaube ich, ab 17 Uhr oder so, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht mehr genau drauf auf dem Schirm gehabt. Können wir ja nochmal reingucken, wo es diesen starken Move gab. Ja, am Freitag ab. Ups. Ja. Ach, hier ist es. Ich habe gerade das Dreieck gesucht. Wartet. Freitag, ja, 17:40 Uhr, da ging das los und davor ist eigentlich genau das bis dahin eingetreten, dass wir am Hoch halt nicht durchgekommen sind und leider jetzt auch nicht wirklich stark gefallen sind, aber dann hier ab 17:40 Uhr, da ging es ja dann ab wie die Feuerwehr. Ja. Genau, also von daher das ganze Thema im Öl, wie gesagt, auch man hat es gestern gesehen, ich kann es nicht einschätzen, also ich würde aktuell im Öl erst wieder auf eine bessere Situation warten. Aktuell wüsste ich jetzt nicht, wo ich im Öl handeln sollte, ganz ehrlich. Ja. Gut, wir sehen jetzt hier, denn dass die Dynamik auf der Unterseite hier durchgegangen ist. Wenn wir jetzt nochmal zum DAX kommen, jetzt geht es eigentlich darum, ob wir hier am Tief, wie kommen jetzt die Eindeckungen? Also das heißt, sehen wir jetzt hier entsprechende Eindeckungen, wir sehen jetzt den Rücklauf. Das heißt, am Tief kann man, gibt es durchaus den Trade, den ich ab und zu manchmal mache, der würde jetzt passen. Es wäre ein Long Trade oberhalb der 17 in Richtung der 22, wenn es richtig gut läuft, innerhalb der 28. Also das heißt, wir müssen jetzt ja sehen, ob das hier oben sozusagen unser neuer Unterstützungsbereich jetzt wird. Ja. Bricht der Markt jetzt vorher ab, bleibt ja dieser Abwärtstrend, den wir jetzt haben, hier intakt. Also es kann durchaus sein, dass die neue Zone hier vielleicht schon auch wieder entsteht. Also hier ist so eine kleine Zone. Also rot ist sozusagen Widerstandsbereich. Eindeckungen tendenziell sind immer meistens kurz und knapp und gehen dann in Trendrichtung wieder weiter. Also das heißt, man sollte jetzt auch hier nicht zu, also hier muss man entweder sehr tieflong sein und wenn man zu hochlong ist, muss man zusehen, dass man rauskommt, weil wenn der Trend jetzt hier unterhalb der 23 weitergeht, dann hätten wir ja durchaus auch Potenzial. Dann wieder ein weiter fallende Kurse. Ja, und das muss man jetzt immer abwarten, wo es dahin geht. Also, das heißt, wer long involviert ist, der guckt jetzt, dass die Rücksetzer, also dass wir hier steigende Tiefs bekommen im 1-Minuten-Chart. Ist man hier short involviert, ja, muss man jetzt sehen, dass der Markt halt im Idealfall sollte er meines Erachtens nach nicht die 12.223 überschreiten. Und dann gab es ja die Frage heute mal mit diesem 30% Fibo, was ich da habe. Und wenn ich das jetzt hier anlegen würde, so, dann wüsste ich, okay, wo, also ab wo würde denn, wenn wir eine Range eventuell sehen würden, weil wir jetzt wieder das typische, also keine große Verkaufsorder hätten, also wenn wir jetzt eine Range sehen, dann würde ich mir das hier zum Beispiel als Widerstandsbereich einzeichnen, also ab 30% und würde wissen, dass wir in diesem Preisbereich, wenn es eine Range geben sollte, da drinnen sozusagen
hineinverkaufen. Deswegen die 30% bei mir hier im Chart. Aber aktuell, je weniger es nach oben geht, desto mehr ist der Druck erstmal drin. Sieht jetzt auch ja, nach einer leichten Verkaufsorder aus. Also Szenario 2, wenn wir das jetzt nochmal hernehmen, von heute Morgen, vom Tagesausblick, kommt so langsam. Ja, ich hatte das, wo ist mein, wo, da ist er. Szenario 2. Korrektur nach einem neuen Tageshoch, kommt es direkt zum Kassestart zu einem neuen Tageshoch, dann dort schauen, ob diese gekauft oder verkauft wird. Sollte keine Order am Markt sein, könnte man sich hier auch, könnten sich hier auch erste Shorts anbieten. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal das einzeichnen, entsprechend hier links im 5-Minuten-Chart, haben wir den Bruch des Tageshochs hier gesehen. Der Markt ist auch noch ein Stück nach oben gegangen, denn wenn man jetzt mal es so vollzieht, erster Abverkauf, Rücklauf, Pullback sozusagen an das Tageshoch von gestern, jetzt wieder Abverkauf. Jetzt kommt es darauf an, ob wir hier dieser Bereich ist ja von anderen Akteuren durchaus der Unterstützungsbereich und hier wird jetzt entscheidend sein, also hier, das wird der Schlüsselpunkt meines Erachtens sein, wie kommt der Markt hier wieder nach oben raus, wie weit geht es und je geringer es geht und im Idealfall kommen wir gar nicht mehr hoch, das wäre natürlich das Beste jetzt für die Short-Seite, dann bei einem neuen Bruch jetzt dieser Zone hier wäre dann weiter Short, dann nächstes Ziel 38er Fibo und dann runter hier nach unten diese Ziele weggehandelt. Wenn sozusagen der Verkaufsdruck bleibt, gut zurücklaufen kann der DAX nicht. Und ja, auf der anderen Seite, dagegen stehen noch die Akteure, die sozusagen von unten das nochmal als Neulong sehen. Man muss das immer sehen. Es gibt die einen Akteure, die jetzt hier drinnen Short sind. Also es gibt hier die Shorts. Und es gibt auf der anderen Seite die von gestern Long sind. Die hier. Ja, so. Und die beiden treffen hier eventuell aufeinander. Ja, so, und wenn jetzt hier viel Short drin ist, plus diese Longs auch noch verkaufen müssen, dann, also das heißt, die treffen hier auch nochmal zu. Das ist dann erste Welle, zweite Riege. Also das heißt, diese Shorts hier sind von da unten, diese Longs halt, ja, die gestoppt werden. Dann kann der Markt richtig schön nach unten gehen. Hält der Bereich, kann es durchaus sein, dass die Stops dann irgendwann erst hier unten liegen. Und wenn jetzt hier sozusagen erste Welle Short wird ausgestoppt, das heißt, das sind die neuen Longs, also die, das ist hier Welle 1 von den 1, die Stops gleich SL. Ja, das sind ja, wenn die Shorts eingedeckt werden, müssen ja, muss gekauft werden. Ja, und das kann dann wieder dazu führen, dass der Markt halt hier in eine Range reingeht. Das sind eigentlich so die zwei Hauptargumente, wo ich jetzt der Meinung bin, die jetzt da gerade aufeinandertreffen. Also darauf achten, Stundenchart, höhere Zeitebenen, wie fällt der Markt? Und sehen wir das hier als Unterstützung? Kann die Unterstützung halten oder wird dieser hier irgendwann verlassen werden? Ja, jetzt merkt man hier, wenn jetzt hier die zweite Welle jetzt zum Beispiel jetzt short laufen müsste, ja, darf der Markt hier einfach jetzt nicht mehr nach oben kommen. Und jetzt kann man auch überlegen, kennt ihr ja selber vielleicht, wenn ihr jetzt hier sagt, ui, oh, der Trend, der läuft jetzt short, ja, jetzt fällt. Und was würde passieren, wenn der Markt jetzt über die 20 geht? Dann würde man seinen Short Trade hier entsprechend glattstellen im Verlust. Und das wiederum führt dann dazu, dass der Markt halt schön nach oben geht. Gibt es hier andere Akteure, die den Markt hier mit nach unten bringen, dann warum auch nicht dann hier 12.200, denn der Preisbereich. Und dort wieder gucken, wie kommen die Eindeckungen, ähnlich wie gerade eben. Also das wiederholt sich immer wieder von vorne. Ja. Ja. Genau. Also von daher, wie gesagt, das auf alle Fälle gerade sehr, sehr interessant. Man muss gerade sagen, die Rücksetzer sind relativ gering. Das heißt, im Chart entsprechend haben wir einen intakten Abwärtstrend, der durchaus gebrochen werden kann, wenn der Markt hier dieses Level durchschreitet. Wenn das passieren sollte, sollten wir Eindeckungen sehen, sollten wir die Widerstände weghandeln. Sehen wir jetzt auf der Unterseite sukzessive den Druck reinkommen, dann am neuen Tief dann mal schauen, also am neuen Intraday-Tief halt schauen, wie es durchfällt. Fällt es dort wiederum nur knapp durch, haben wir die Chance, dass wir wieder Eindeckung sehen, wie auch davor schon gesehen. Spätestens, wenn der Markt hier unten keine neuen Tiefs mehr macht, dann sind wir in diesem sogenannten Unterstützungsbereich. Unterstützungsbereich heißt, die Shorts, die hier eingegangen sind, werden abgebaut. Da würde wiederum mein 30% Vehikel zum Tragen kommen. Also das heißt, hier unten können durchaus die ersten Longs wieder glattgestellt werden. Die Shorts glattgestellt werden, sorry, Shorts glattgestellt werden. Das heißt, das hier, solange der Bereich hier nicht tendenziell unterschritten wird, ist das auch ein potenzieller Unterstützungsbereich.
Und der wiederum würde dann zusammenpassen, der Unterstützungsbereich hier im 1-Minuten-Chart passt ja mit dem Unterstützungsbereich im 5-Minuten-Chart zusammen. Ja, also die Auflösung wird kommen, garantiert. Ja, und es geht darum, wird der Unterstützungsbereich nach unten verlassen, hält er, und wird der Widerstandsbereich nach oben verlassen oder hält er? So, das ist das eigentlich, was man sagen kann. Gut. Ja, okay, danke für Ihre Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit währt am längsten, muss man einfach mal so sagen. Ja, ist nun mal so. Also, wie gesagt, auch ich als Trader habe mal gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, letztes Jahr lief es halt bombenmäßig. Ja, da habe ich jeden Tag im Gewinn beenden können oder ganz, ganz viele Tage im Gewinn beenden können. Dieses Jahr quäle ich mich so ein bisschen ein ab. Und ja, und da muss man halt sein Trading halt anpassen. Also, ich habe es halt nicht hinbekommen, in den 2 Stunden das auf die Straße zu bringen, was ich gerne handeln wollen würde. Und das führt dann halt dazu, ja, dass man am Ende dann die Performance halt nicht liefern kann. Gut. Beachten Sie bitte Ask bei Short oder Long. Ja, also wie gesagt, ich habe immer den Future. Also für mich ist es seit dem Jahr 2001 ist für mich der Future sozusagen das ein wichtiger Faktor im Trading. Das heißt, ich habe die Futures eigentlich immer offen. Und sage auch zu jedem, der vielleicht anfangen möchte, semi-professionell zu handeln, gebe ich immer den Tipp und sage, gut, wenn es das Konto jetzt den FDAX halt nicht hergibt oder den Future noch nicht hergibt, aber man möchte trotzdem ins professionelle Lager wechseln, sollte man sich den Future offen haben, weil das ist das, wo die echten Marktteilnehmer handeln. Und wenn man dann sozusagen lang genug auch dann im Future entsprechend gehandelt hat, ach Quatsch, im CFD gehandelt hat und das Konto aufgebaut hat, also ich sehe das immer als ersten Schritt, das Konto kann man im CFD-Bereich aufbauen. Sollte dann aber, wenn das Konto dann irgendwann mal groß genug ist, eventuell auch überlegen, in den Future zu wechseln. Das wäre jetzt der Weg, wenn man jetzt nicht nur nebenberuflich handelt, sondern die Überlegung eines hauptberuflichen Händlers wäre dann irgendwann mal in den entsprechenden Future durchaus zu wechseln. Ja, also das ist ein logischer Schritt. Dann wäre der CFD ist da für mich ein Zwischenschritt, also meine ehrliche Meinung dazu. Wobei man aber auch sagen muss, durchaus in einigen Fällen ist ein CFD heute durchaus sogar günstiger wie ein Future, muss man auch ganz klar sagen. Ja, also ich meine, im DAX habe ich mindestens ein Punkt Spread. Admiral Markets hat 0,8 Punkte Spread. Also von daher ist das durchaus auch eine Überlegung wert zu sagen, okay, wenn ich sehe, wie gut Admiral Markets mit dem Future mitgeht, kann man auch sagen, bleibe ich halt im CFD, kann ich besser skalieren, kann ich andere Trades machen. Kann ich auch Long und Short gleichzeitig handeln? Also man hat, jedes Produkt hat sozusagen seine Vorteile und Nachteile. Ja, Nachteil ist natürlich im CFD, sehe ich das Orderbuch halt nicht, sehe ich halt nicht, wie viel auf welchem Level gehandelt wird, sehe ich nicht, dass halt zum Beispiel auf der 12.220 bis heute 204 Kontrakte umgesetzt wurden. Das fehlt halt alles, ja. Also das muss man einfach ganz klar auch so akzeptieren. Und wie gesagt, ansonsten holt man sich so eine Plattform als Analyse. Und tradet halt im CFD. Wie gesagt, ihr seht ja das, wie super der CFD mit dem Future halt mitläuft. Gut. Ja, da wäre es soweit eigentlich durch, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich hoffe, dass da wieder mal ein bisschen ein Einblick in das kurzfristige Trading gegeben habe oder geben konnte. Ja, und wie man da halt so rangeht an den Markt, eventuell, wo die Schwierigkeiten natürlich auch liegen bei diesem Markt. Ja, und jetzt seht ihr gerade, dass die Shorts jetzt gerade agieren müssen. Das heißt, die decken jetzt ein. Und jetzt muss man mal schauen, wie weit das nach oben geht. Ja, und ja, wo sozusagen die nächsten Widerstände, Unterstützung sind. Und so wird sich dann das Bild irgendwann aufdröseln. Am Freitag im Ausblick kann ich euch dann mehr erzählen, wie es dann am Mittwoch gelaufen ist. In dem Sinne wünsche ich euch noch gute Trades und ich gebe zurück nach Berlin und dann kann man noch ein bisschen was über die DAX und dessen Spread erzählen. Bis dahin, euch noch einen schönen Handelstag und an der Stelle tschö mit Ö, euer Heiko. Vielen Dank, lieber Heiko, für deine ausführliche Analyse und für deine Worte, natürlich auch für die Beantwortung der Fragen unserer Teilnehmer. Ich denke, deine Ehrlichkeit wird hier sehr hoch geschätzt und ja, das ist ja auch wichtig,
Genau, liebe Teilnehmer, wir sind morgen wieder für Sie da, Punkt 10, guten Morgen, DAX Erster Freitag, Punkt 10 mit dem Jochen Schmidt und auch das Live-Trading-Webinar um 15 Uhr mit dem Jochen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie wieder dabei sind und Ihre Fragen stellen, denn Ihre Mitarbeit ist immer ganz wichtig für uns, sodass wir auch schöne Inhalte für Sie bereitstellen können. Ja, ansonsten, wir hatten eine Frage zum Spread im DAX, der ist in der Haupthandelszeit typisch fixiert auf 0,8 Punkte. Der springt also nicht hin und her im Regelfall, sondern ist wirklich bei 0,8 Punkten zu 99%. Können Sie also gerne mit diesen Konditionen bei uns traden. Wir bieten das Ganze auch schon ab Mini-Kontrakten an, also 0,1 Kontrakt. Das sind dann 10 Cent im DAX pro vollem DAX-Punkt. Damit können Sie also wirklich auch in kleinen Konten schon einmal unsere Konditionen testen. Ja, sollte es von Ihrer Seite nach dem Webinar Fragen geben, auch zu unseren Produkten oder zur technischen Plattform, dann kommen Sie gerne auf uns zu, entweder telefonisch oder per E-Mail an info@admiralmarkets.de. Wir sind gerne Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr für Sie da. Das Webinar wurde aufgezeichnet, in Kürze dann also auch nochmal auf dem YouTube-Kanal. Auch dort können Sie gerne reinschauen, wenn Sie Heikos Ausführungen noch einmal sehen möchten. Ja, ansonsten wünschen wir Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag. Nochmal vielen Dank, Heiko. Vielen Dank, liebe Teilnehmer. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.